Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge WoW Classic The Burning Crusade. Wir questen uns durch die Scherbenwelt. Heute mit der wohl letzten Folge in den Zangarmaschen. Wir haben jetzt dann noch ein, zwei Quests. Eine können wir noch annehmen, eine muss ich mir noch anschauen. Und dann sind wir durch. Ich würde sagen, egal wie lange die Folge dauert, das ziehen wir jetzt einfach mal durch. Damit ich hier weiterkomme, hätte ich fast gesagt. Ne? Eigentlich, es macht schon Spaß, aber irgendwann wäre es mal an der Zeit, dass man weiterkommt. Von daher, ich hoffe, euch gefällt die Folge. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und so weiter. Und ich reite jetzt da mal hoch und hole mir noch hier die Krabbler erschlagen. Ich schaue mir mal an, ob das eine Quest noch von den Zangarmaschen ist. Und wenn ja, dann nehme ich die an. Und wenn nein, na, dann reite ich einfach zurück und mache was anderes. Einfach mal gucken. Ja, und schon wieder einmal erschrocken. Dankeschön. So, keine Ahnung, was das hier für eine ist. Ich denke eher, das gehört zum nächsten Gebiet dazu. Aber wie gesagt, genau weiß ich es überhaupt nicht. Und daher muss man schauen. Schwergrad, ja doch, sind wir im Schwergrad, genau. Ja, und da will ich jetzt noch nicht hin. Also das lassen wir jetzt einfach mal Quest sein und ziehen weiter. Schauen wir mal den Plan schnell an, den wir machen. Ja gut, muss ich aus dem Schwergrad raus. Wir müssen ja sowieso wieder zurück. Wir hüpfen. So, also Zangarmaschen. Oreboard-Zuflucht. Wir gehen jetzt mal darauf, machen hier die Quest noch. Diese Kästen mit Pilzen zurückstehen. Dann haben wir die hier auch noch, genau. Und als nächstes haben wir hier unten noch was zu erledigen. Und dann schauen wir mal. Also, geht's erstmal auf nach Festung der Agrogrosch. Agrogrosch, wie auch immer. Und den Weg kann ich ganz gut wieder nutzen. Ich trinke einen kleinen Schluck Kaffee. So, frisch gestärkt. Erwacht, wie auch immer. Den Weg werde ich natürlich auch wieder zum Kirschner nutzen, wenn irgendwas rumliegt, aber nachdem jetzt der erste Alligator da schon war, sind es eigentlich Alligatoren? Naja, so ähnlich. Ja, egal, auf jeden Fall, wenn sie rumliegen tot, dann werde ich sie natürlich kirschnern und wenn nicht, ja, dann lasse ich sie einfach mal leben. Um meine Ledererfähigkeiten werde ich mich irgendwann mal kümmern. Ja, da liegt doch was, jetzt ist aber nichts zum Kirschnern. Ja, muss nicht unbedingt jetzt sein, dass ich mich darum kümmere. Hat alles Zeit. Ich habe ja auch noch wegen Leder auf der Bank liegen. So 5, 6, 7, 8 Stacks. Damit komme ich auf jeden Fall auch wegen weiter. Wie weit bin ich jetzt eigentlich? Ich bin auf 230. Ja, ist jetzt nicht die Welt. Es geht besser, es geht schlechter, wie auch immer. Also. Kümmern wir uns mal um die Aufgabe. Werden wir hinreiten, können wir kurz checken. Gifte sind geladen, lange noch 20 Minuten. Das sollte für die Festung auf jeden Fall reichen. Was hat uns da erwartet? Ach ja, der Elite-Mob war da unten, genau. Weiß nicht, ob wir den killen. Müssen wir wahrscheinlich gar nicht. Ah, da oben ist was zum Ledern. Ah, komm. So, dann schauen wir mal, wo wir lang reiten müssen. Genau, da ist zum Beispiel gar nicht so verkehrt. Die müssen wir auf jeden Fall wieder killen, so wie es ausschaut. Oh. Kann ich die alle auf einmal killen? Schauen wir mal. Up, da. Sieht ganz gut aus. Thank you.
Ja, ist so schön. Easy. Ein Kastenpilze, noch ein Kastenpilze und... Nein, kein dritter Kastenpilze. Schade. Umliegen tun die nicht, ne? Nee. Ja, mega du nur. Fünf habe ich schon. Also es geht relativ zügig, würde ich sagen, ne?
Ist jetzt irgendwie nicht mehr viel rumkommen dabei. Die ersten fünf Pilzkästen waren ratzfatz sozusagen im Kasten und danach nichts mehr. Das ist nicht so schön. Aber irgendwo muss da noch was sein, wo man was. Ein Pilzkasten selber, oder? Wie es ausschaut. Ja, genau. Nichts mehr. Ist nichts mehr. Okay, dann schauen wir mal, wo... Ah, da unten. Nee. Ich unterbreche sie mal, ich Dödel. Noch was? Nö. Nee. Die unten was? Die Magier oder was auch immer das alles war? Schauen wir mal, unten runterkommen. Vielleicht. Ist doch was. Ach, das sind aber lauter Kästen. Okay, dann nehmen wir die auch mit. So, einen Kasten noch. So, dann können wir die abgeben, oder? Und genau. Bleiben wir dann runter und dann können wir hier den Graf der Marschen noch annehmen. Ja, und ich glaube, das waren da die letzten zwei Quests hier in dem Gebiet. In den Zangarmarschen. Zumindest für den Moment. Gibt dann natürlich noch 70er, die nehme ich aber dann später an. Kümmere ich mich jetzt noch nicht drum. Also, spreche ich, kann sie wahrscheinlich jetzt auch noch gar nicht annehmen. Beziehungsweise doch, wenn sie mir angezeigt werden, dann kann ich sie ja annehmen. Aber die sind für Gruppen ab 70 gedacht. Sind Dungeon Quests unter anderem und... Ah, nee. Event Quests, ja, ist auch noch dabei. Ach komm, machen wir die zwei noch schnell.
So, also. Auf zum Abgeben. Bleib mal wieder außen rum, oder? Beziehungsweise hier nach Sporriger und dann runter. Sporriger. Und? Wieder ein Schluck vom Kaffee dabei. Muss er noch dann denken, dass ich mein Gift wieder erneuere? Ah, reit mal außen rum. Weil in 7 Minuten meine tödlichen Gifte ablaufen und ohne tödliche Gifte mache ich deutlich weniger Schaden. Aber Schaden, ich könnte einfach mal meinen Damage-Meter hier ein bisschen zurücksetzen. Beziehungsweise mein Recount oder was das ist. Es ist halt letztendlich irgendwo so eine Art Damage-Meter, von daher passt das schon. Da liegt wieder die Leiche von dem großen Viech, oder? Ne, diesmal nicht. Okay. Dann ist das doch irgendwie eine Quest, eine besondere. Und hier liegen wieder die Teile rum. Das Treibgut. Komm, da mache ich mir jetzt mal den Spaß draus. Ich angel das mal. Also komm. Mal schauen, was dabei rauskommt. Vielleicht ist ja irgendwas Sinnvolles dabei, was man brauchen kann. Vielleicht ja irgendwie. Gab das nicht irgendwie diesen Radar für die Fischschwärme und so weiter? Konnte man das nicht irgendwie herausziehen aus solchen Dingen? Dampfpumpentrümmer. Schwere Vorratskiste, okay. Da könnte was Gescheites drin sein. Das werden wir dann mal schauen. Mal noch, okay. Mal, was da drin ist. Oh, nichts Gescheites. Elementarsprengpulver. Ich glaube, das gehört irgendwie Ingenieuren oder so. Auf jeden Fall nichts, was ich als Schurke brauchen könnte. Naja, gut. Dann würde ich sagen, Pech gehabt. Nächstes Mal wieder. Und dann geht's auf. Hätte ja auch was Kleines drin sein können. Irgendwie blauer Gegenstand oder eine geile Waffe oder geile Angel oder ich weiß nicht, was gibt's noch alles? Gab's da nicht irgendwas richtig Tolles? Ein besonderes Haustier oder so? Irgendwas gab's da bestimmt. Glück haben, könnt ihr mal schauen, ob ich jetzt da genügend habe, um da weiter hochzusteigen. Noch mehr Glück haben? Nein, natürlich nicht. Ah, ich dachte mal bloß, wenn ich schon da bin, dann kann ich ja mal prüfen, ob da was war. Oh, da haben sie Pflanzen angebaut. Glück haben, okay, verstehe. Viel Glück haben, habe ich jetzt dabei 6 Stück, okay.
7 Stück. Wird schon besser. So, schauen wir mal. Das war doch irgendwie eine Begleitquest, oder? Ich komme jedes Mal wieder drauf zurück. Handgelenk. Wirklichkeit Ausdauer. Was ist das? Stoff. Ja, nehmen wir mal den da. Schauen wir das später an. Schauen wir mal, ob der Plan funktioniert. Was führt euch hierher? Mögen euch die Sterne leiten. Wenn ihr es so schnell macht, dann langt es auch noch mit den... mit meinen Giften. War gerade wegen abgelenkt, sorry. Ah, Schatzi hat es ganz schön, also... Oh, würde ich auch gerne reiten. Aber nein, ich muss auf meinem Nachtsäbler reiten. Was kommt jetzt da, was ich killen muss? Ja, das wird nix. 30 Sekunden habe ich Zeit. Sieh zu, ja. Ich schau. Ein hungriger Sumpflord. Okay, der isst jetzt sozusagen den Pilz. Ja, dann muss ich da scheinbar keinen kennen. Okay, ich habe so das Gefühl, das war's, oder? Die Göttin segne euch. Okay, und wo ist Schatzi hin? Na gut, alles klar. Dann war's das. Dann gehen wir mal dann über und holen uns die letzte Quest hier ab. Einmal praktisch hier außen rum und dann kann ich zur Quest gehen. Kann ich da direkt drüber, oder? Ja, klar. Der sucht immer noch Anführer der Dunkelkämme, oder ist das wieder andere? Oder es wird zumindest wieder gesucht dafür. Ach, den Graf muss ich wahrscheinlich killen, oder? Ich wollte dir nichts tun, aber wenn du mich angreifst, hast du Pech gehabt. Und schauen wir mal, was der für mich hat. Der hat für mich startet eine Quest. Beißwerkzeug. Graf Ungulas Beißwerkzeug. Behüterin bringen. Okay, Belohnung. Okay. Die Behüterin war jetzt die da unten, ne? Da wo ich gerade herkam. Alles klar.
Ungulas war das. Alles klar. Ich glaube, den habe ich zum ersten Mal gesehen hier in dem Gebiet. Ja, gut. Gehen wir mal die Quest abgeben. Schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Vier sind noch verfügbar. Das Schicksal habe ich, Sorge habe ich und die Botschaft habe ich. Und das ist die einzige, die ich jetzt hier noch habe. Alle anderen sind dann in Terrorka. Einfach nur abgeben mit Quest. Sozusagen führen die mich dann ins nächste Gebiet. Kann man eigentlich sagen, ich bin dann hier durch, ne? Alles klar. Ja, ich weiß, du bist schneller. Du hast ein 100% Viech, oder? Ja. Nein, wo bist du? Da bist du. 100%. Jawohl. Aber ich habe ja auch erst kurz vor Burning Crusade wieder angefangen zu spielen. Also von daher lag ich mich doch gar nicht so schlecht, ne? Ah, du kommst gerade zurück, gut. Elun sei mit euch. Ashar Fella. So, hast du da noch was für mich? Oder warst du das jetzt? Alles klar. So wie es ausschaut, war das jetzt alles. Nichts mehr frei, das sind wiederholbare. Sporensäcke. Ranken. Fruchtbare Sporen und Glück haben. Da kann ich mich dann bei Gelegenheit mal drum kümmern. Okay. Dann gehe ich mal nach Tel'Rador zurück. Ruhe mich dort ein bisschen aus, verkaufe das ein oder andere und bereite mich auf die nächsten Missionen vor. Nur kurz zur Info, ich habe jetzt also das Gebiet Zangamar schon durch. Das bedeutet für mich, ich werde als nächstes schauen, dass ich die Schattenmutter und das Los geht's hier noch mache im tiefen Sumpf. Dass ich die zwei Quests noch erledige und dann bin ich ja komplett durch. Dann habe ich bloß noch Level 70er bzw. Gruppenquests, die ich deutlich später erledigen werde. Ich hoffe, euch hat es gefallen hier in den Zangamarschen. Als nächstes haben wir dann die Wälder von Terrorka vor uns. Da werden wir dann die nächsten paar Einheiten, die nächsten 10 Folgen vielleicht verbringen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schaut wieder vorbei. Wenn ja, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Ciao, ciao!